Literatur. Musik. Puh, wann wäre ich doch fertig? Ah, guten Morgen, liebe Leute. Ja, gar nicht gewusst, dass ihr schon da seid. Ah, nein, morgen schon. Mich richtig vorbereitet. Ich will ein Buch schreiben. Bin schon richtig mit. Puh. Wann wäre ich doch fertig? Ja, das letzte Buch von der Hertha, das war auch so. Der will ich jetzt noch affen. So schnitzelweise hat die ein Buch geschrieben. Also da brauche ich, glaube ich, noch ein Leben, bis ich das fertig bringe. Oder muss ich 20 Lehrlinge anstellen. Und alle alten Zeichnungen sammeln und rausschneiden. Buchstaben. Ja, das letzte Buch und das erste, das war schon. Das war der Hammer und heute geht es um das erste Buch von unserer Hertha. Ich will euch mal zeigen, wie das schwäbische Boot ausgesehen hat. So fangen wir mal an. Soll ich mal das alles auf die Seite? Denn da gibt es noch Krach im Haus, wenn ich da alles mit Schnitzel und Zeug mache. Oh Gott, kann ich jetzt den Staubsauger auch noch holen? Ich bin jetzt richtig mit. Heute Morgen kann ich schon eine Stunde Ich habe mal so einen japanischen Reporter zugeschaut. Und der hat, bevor er in Japan da die Strichzeichen übertragen hat, hat er eine Stunde lang Laute von sich gegeben. Da habe ich gemeint, ich bin im Urwald. Aber ich war beim Skifliegen da in Garmisch-Partenkirchen damals mit dem Schmidt und mit dem Hannawald. Und da waren alle Reporter von der ganzen Welt und die haben übertragen. Jeder hat neben gemacht. Aber jetzt machen wir Sport. So, jetzt können wir mit dem Wäschgang anfangen. Wir haben jetzt auch die Kamera etwas runtergestellt. Da ich nicht mehr so hoch schauen muss. Das Filmen, das ist ja nicht so einfach. Also im Panort, nur der Hertha in ihrem Buch, haben alle in so eine Bordwand gebohrt. Das ist jetzt eine kleine, eine Nachbildung ist das. Aber früher war es aus Blech, die war vom Tisch so hoch, hinten hat man sich anlehnen können, wie da war. Und hat man Wasser rein und dann hat man so reingerippt mit dem Reibeiser. Ja, ich versuch's mal. Bist du schon oben rausgekommen ist? Das war Kernseife und die ist selber gemacht worden aus Knochen und aus Fett. Alles was vom Schwein übrig geblieben ist, ist so in die Fette ausgekommen, was man nicht braucht hat können und aus dem ist Sauf gekocht worden. Und mit der Sauf hat man sich dann das ganze Jahr gewäscht. Ja,
Mir hat man so erzählt, vielleicht etwas mehr Lache doch in dem Kabarett. Aber ich bin ja bei der Arbeit, ich muss ja die ganze Familie bordern. Wie soll ich dort dazu noch lachen? Also ich bin schon ein fröhlicher Mensch, aber beim Bordern, also ein bisschen Ernsthaftigkeit muss schon sein. Ja? Und da habe ich ja auch viel Arbeit, bis ich die ganze Familie da gebohrt habe. So, jetzt können wir ja anfangen mit dem schwäbischen Bord. Ich muss ein bisschen leid, ich muss ein bisschen ernst sein, weil ich tue ja die ganze Familie da wäsche. Und wenn ich da wie ein Bäuerzel da rumhops, da kriege ich das morgen nicht fertig. Wenn er überhaupt jetzt Bäuerzel, ja, das kommt vom Bäuerze. Und das sind die Bäuerze, die sind große, riesengroße Puppen in Spanien. Die werden da rumgetragen, so und wackeln hin und her. Und die werden am Ende verbrennt und ich will ja nicht auch noch verbrennt werden. Aber jetzt der Schaum, als was ist richtig warm, nicht dass ich meine Kinder noch da verbrie. Ja, Wurst will ich ja keiner machen. Also die Kinder sind zuerst ins Boot gekommen. Und die sind gleich alle miteinander reingekommen. So viel Kinder wie die Familie gehabt hat. Ja. Und der Großvater hat im Krug immer das Wasser noch gefüllt. Das heiße. Ja, hoffentlich hat er kein Wein rein. Also die Kinder haben ja rumgespritzt und die waren lang im Wasser. Weil das Wasser ist ja ist ja kalt geworden. Ja? Darum kann ich mir auch nicht verstehen, wie da die ganze Familie sich im selben Wasser bohrt, aber so hat die Herde einfach geschwebt. Jetzt, so ein Bord, wenn die ganze Familie sich bohrt, das dauert ja lang. Am Ende sind da Eistapfer drin. Also die Kinder aus, ja, da an meistens einer hat der andere abgeputzt und dann war er da so feine Nudeln, Hochzeitsnudeln da im Wasser. Ja, also die waren ganz, ganz fein. Also Hochzeitsnudeln habe ich immer gern gegessen. Ja, wo die Kinder sich so gerieben haben, sind so Hochzeitsnudeln entstanden. Das hat die Hertha sehr schön beschrieben in ihrem Buch da mit den Nudeln. Ja, sicher waren die vielleicht jetzt nicht so geil mit ein paar Eier, mit 10 Eier in den Nudeln drin. Die waren vielleicht etwas billiger gemacht, mehr schwäbische, die was nicht so viel Hingelegt hatten. Die waren vielleicht etwas braun oder schwarz. Weil die Kinder haben ja den ganzen Tag im Staub gespielt. Ja. Als nächstes sind die im Bord, wie die Kinder fertig waren, ist der Tabatron gekommen und die Mama. Jetzt ist etwas eine jüngere Mama, bei uns war die Mama so ein jünger. So ab 16 bis 22, ja, 30, mit 30 hat sie schon, sie war 8 Kinder gehabt. Also zuerst hat die Mama sich allein gebaut und der Papa hat das Wasser gebrungen, ja. Und auch gelehrt. Also bei der Mama, die hat ja den ganzen Tag mit Arbeit auf die Kino wach gehen und daheim, was die Schwiegermutter gesagt hat oder die Mutter. Und also da war von morgen an bis am Abend, wenn der Hund nicht mehr gebellt hat. So lange hat mir die Mama schaffen. Bei der Mama, da sind die Nudeln schon etwas größer geworden. Das waren so kleine Schneckler. Ja? Sehr schön anzuschauen. Ja, also die Nudeln kann man richtig genießen. Also richtig schöne Nudeln.
Also von denen Nudeln hätte ich auch gern welche. Dann, wie die Mama fertig war, ist der Papa dran gekommen. Und dem hat die Mama dann den Buckel gewäscht. Weil der hat den ganzen Tag, der war jetzt Fischer. Ich war auch öfter Fischer, aber der hat im Wald gearbeitet, auf dem Feld, mit dem Ross, Ross im Pferde bei uns gewesen, Rösser. Und hat wirklich Rückenschmerzen vom ganzen Tag gehabt, wenn ich überhaupt noch Schwiegersohn war, oh je, oh je. Und da sind dann solche Nudeln entstanden. So lange, Spaghetti oder wie so, also von Italien. Also da sind die Nudeln schon gräser worden. Schmecken auch gut. Also sind, obwohl ich ja nicht auf Männer stehe, aber Spaghetti sind schon auch gute Nudeln. So. Jetzt ist die Schwiegermutter und der Schwiegerpapa tranko. Schwiegermutter war Chefin im Haus. Da schauen Sie uns, Schabodler. Wenn die sich gebohrt hat, da hat es das Wasser nicht zu warm und nicht zu heiß sein. Und der Schwiegersohn hat ihr vernoschitter. Weil der hat besser die Ambra, Eimer, als bei uns Amber an die Blumentolle gesagt. Der hat immer der Schwiegermutter das Wasser auf den Kopf geschickt. Mehr hat die als geschickt. Und bei der sind ja dann solche Nudeln rausgekommen aus dem Wasser. Schöne, ja, so wie ein Kleid da. Ja. Sicher hat die sich nackt gebaut. Nein, vielleicht mit dem Unehemd an, weil sie sich geschämt hat von ihrem Schwiegersohn. Aber die Nudler, ja, mit Schabodler, wunderschön. Solche Nudler, also, okay, ich als Schwiegersohn hätte sie nicht gegessen, weil die sind mir ein bisschen zu groß. Aber die Nudler sind aus dem Wasser schon wieder größer geworden.